So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Phantom Hourglass. In der letzten Folge hatten wir die letzte Seekarte im Meerestempel geholt und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Eistempel, zum Insel der Eskimos sozusagen. Das war jetzt unser nächster Halt. Und bevor wir das tun, hier kommt jetzt noch der Postbote. Das ist ein Brief von Mai Goron, dem Goronen. Dann lese ich mal. An meinen Bruder Gorolink. Wie geht es dir, Bruder? Mir geht es gut. Mir geht es sogar so gut, dass ich angefangen habe, auf einer kleinen Insel im Südosten Teilzeit zu arbeiten. Schau vorbei, wenn du in der Nähe bist, Bruder. Ich warte auf dich zusammengerollt zu einer Kugel. Dein Bruder Mai Goron. PS, viel Spaß mit dem Geschenk. Muttropfen haben wir erhalten, ist auch super. Und so endet der Brief. Hast du alles verstanden? Dann bin ich mal weg. Ja. Wir machen uns jetzt mal schnell auf den Weg zum nächsten Station. Was, du willst in den See stechen? Na klar. Dafür sind wir auch hier angekommen. Also machen wir uns schnell auf den Weg jetzt zum Eis-Dungeon. Ne, warte, ich werde jetzt mal so ein bisschen weiter einen kleinen Bogen hier machen. Also, wir sehen uns dann gleich im Eisgebiet. Es wird einige Zeit dauern. Also werde ich ihn mal kurz schneiden. Also, bis gleich, Leute. So, bevor wir dann zum Eis-Insel gehen, gibt es noch eine Schatzkarte, haben wir mal gefunden. Wenn wir jetzt mal kurz mal da Sachen bergen, die wir finden können. Also wenn wir jetzt mal schnell den nächsten Schatz jetzt mal bergen, was hier drin ist. Und der sieht ein bisschen kniffliger aus, in den zu bekommen. Dass es viele schwimmende Minen gibt. Machen wir uns dann schnell auf den Weg. Ah ja, klar, dass er dann dort nebenan spawnen würde. Und da ist schon die Truhe. Die holen wir jetzt mal. Ja, das war ziemlich knapp. Ich werde jetzt nicht alle Schätze sammeln, by the way, Leute. Also, nicht wundern. Oh shit, das wird jetzt ziemlich knapp. Nee, jetzt kommt dieser Typ noch. Ah, ich werde leider getroffen. Egal. Wir haben eh noch 4 Gesundheit für den Bergungskran. Kommt völlig unerwartet. Ich habe gedacht, er kommt immer nach links statt nach rechts, aber falsch eingeschätzt. Mal sehen, was hier drin ist. Kettengeländer, den ich schon bereits habe. Naja. So, zum Thema Bergung eines Schatzes, der ziemlich useless ist. Und ja, es wird jetzt gerade gearbeitet im Hintergrund. Ihr hört jetzt gerade, weil jetzt die Baustelle jetzt bis Ende Juni abgehen wird bei mir im Hintergrund. Also werde ich jetzt ein bisschen nur ab und zu jetzt was drehen. Was jetzt diesmal? Zeit mit euch zu kämpfen. Aha, kurze Anhängepause hier. Was haben wir hier? Gift des Reisenden.
Oho, warum finde ich keine? Warum nicht? Reden die da? Krone von Ruto, ich suche Krone von Ruto. Oho, was für ein schöner Anblick. Ich habe dieses Ding irgendwo verloren. Mit bloßen Augen sind sie wirklich schwer zu finden. Oho, Schatzsuchen ist sehr viel schwieriger, als es aussieht. Ja, tatsächlich. Oho, oh Schatz, wo schlummerst du, Schatz? Oho, wie seltsam. Plötzlich kann ich nichts mehr sehen. Oho. Wie furchtbar unhöflich von mir. Ich bin Mitglied des Hoho-Stammens. Jawohl. Ich komme aus dem ganz weit weg, Land ganz weit weg, jenseits des Ozeans, auf der Suche nach Schätzen. Wenn du Schätze besitzt, die unter dem Volk von ganz weit weg beliebt sind, zögere nicht, sie mir zu verkaufen. Ich zahle dir auch sehr viel mehr als die Läden hier in der Nähe. Ja, da werden wir noch sicherlich sehr vieles tun. So, dann werden wir mal jetzt mal herumfahren. Da ist natürlich ein Eis gehüllt, ist die nächste Insel. Oh shit. Was mache ich denn da? Ich möchte jetzt nicht mit Jolene jetzt einen Stress bereiten. Hey, was macht denn das ganze Eis hier? Wir können hier nicht anlegen. Link! Aber ich habe eine meiner brillanten Ideen. Nein, wirklich, kannst du es mir schon denken? Zeichne einen Kurs um die eisige Insel herum. Dann zerbrechen wir das Eis mit unserer Kanone. Ja, jetzt kommen auch die Feinde extra dazu. Die unsere Sache jetzt etwas schwieriger bereiten. Ich glaube, ich werde jetzt mal dreimal den Kreis rumdrehen. So, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das müssen wir reichen. Ja, und die Gegner versuchen uns zu verhindern, den Eis zu zerbrechen, hier. Wir müssen natürlich alle Eisblöcke hier zerstören, die im Wege sind. Ihr nervt jetzt. Jetzt zwei oder dreimal. Warte mal still. Also wie es aussieht, schaffen wir das locker. Da muss man immer die Gegner im Auge behalten, die dann auftauchen. Jedes Mal, wenn wir einen Eisblock hier treffen, tauchen, das respawnen sich die Gegner immer wieder. Damit haben wir jetzt nochmal alle Blöcke ausgeschaltet, bis auf einen. So, ein Block fällt uns noch, dann hätten wir schon die ganze Insel dann schon vom Eis befreit. Wofür das hier dienen soll, keine Ahnung. Keine Zeit mit euch zu plaudern. Na bitte, sind wir alle Eisblöcke entfernt? Alles klar, das Eis ist vollständig im Meer versunken. Hey, ich frage mich, was für Kreaturen uns auf dieser Insel erwarten. Ich platze vor Neugier, lass uns die Insel erforschen, Link.
Würde ich ja gerne, aber jetzt glaube ich, höre ich irgendwann mal einen Gegner rumflattern. Ich weiß wo, aber ich glaube, die hauen jetzt ab. Ja, die hauen ab. Gut. Wir werden noch diese Meer noch erkunden. Da gibt es noch einige geheime Meere, die wir noch nicht erkannt haben oder ausgekundschaftet haben. Insel des Frostes. Die Eisinsel. Hey Link, ich frage mich schon, wie es wohl wäre mit all dem Eis. Ha, schau, alles ist schneebedeckt. Hatschi! Wie in einem Märchen. Ja, da haben wir jetzt auch schon mal die Eskimos kennen. Hey du, bist doch von draußen gekommen, von jenseits des Eises? Hast du noch nie einen Anuki gesehen? Willst du uns den ganzen Tag lang begaffen oder kannst du auch reden? Was, du willst wissen, wo der Stahl ist? Woher ich den dann, das soll ich das wissen? Du musst den Inselhäuptling fragen, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch genau, wo der Inselhäuptling sein soll, der müsste wohl hier sein. Das müsste er wohl sein. Hey du, ich bin der Inselhäuptling der Anuki. Hast du einen Namen? Ah, also heißt du Link Abu, wie? Also Link Abu, mein Stamm hat ein kleines Problem. Vielleicht könntest du mich darum kümmern. Warte. Oh, du heißt Link? Na gut, ich habe ihn nicht so richtig angesprochen. Na, jedenfalls willst du etwas über den Azurstrahl erfahren, richtig? Dann kannst du mit meine... Bitte schlecht abschlagen. Das wird eine lange Geschichte, also mach es dir bequem. Wir Anuki haben einen Feind auf dieser Insel, die Yuk. Es gab eine Menge böses Blut zwischen ihren und unseren Vorfahren. Wir haben es vor 100 Jahren ein Friedensabkommen abgeschlossen. Wir bewohnen die Westseite der Insel. Und die haarigen Yuk bewohnen die großen Eisfelder im Osten. Das war die Abmachung, aber jetzt hat sich ein Yuk bei uns eingeschlichen. Und er hat einen meiner Dorfbewohner entführt. Und dieser Kerl hat sich verkleidet und geht sich als einer von uns aus. Mit Annehmlichkeiten. Um jetzt zu dem, was ich, der Inselhäuptling, von dir will. Finde den Yuk, der sich als Dorfbewohner ausgibt, und vertreibe ihn von hier. Hast du das alles verstanden, oder muss ich mich wiederholen? Okay, Link, geh zu den Anuki-Wohnungen im Norden. Dann musst du herausfinden, wer der wahre Yuk ist. Yuks sind Lügner. Jeder einzelne. Er wird dich belügen, also lass dich nicht täuschen. Wenn du ihn findest, sag ich dir vielleicht, wo der Azurstahl ist. Hat der Inselhäuptling bloß die ganze Zeit geplappert? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir ihm auf den Slime gegangen sind. Was macht man nicht alles für den Stahl? Lass uns einfach herausfinden, was er über den Stahl weiß, Link. Na gut, dann gehen wir mal jetzt schnell... Zu der Häuser hier. Dobos Haus. Mal sehen, was die da wissen. Dann nehme ich Dobo. Du suchst nach dem Yuk, der sich als einer von uns ausgibt, nicht wahr? Da gibt es eine leichte Methode, das herauszufinden. Die Yuk sind Lügner. Also Matsu ist ehrlich, er lügt nie. Das musste einfach mal gesagt werden. Matsu, da müssen wir mal kurz hingucken. Wir müssen jetzt jeden Haus nach dem anderen gehen. Humushaus, das müssen wir jetzt zum Matsu gehen. Gummo. Ario. Matsus Haus, dann gehen wir mal dorthin. Man nennt mich Matsu. Es ist mir egal, ob du es glaubst oder... Aber ich und... Bobo sagen immer die Wahrheit. Das wollte ich dir noch einmal gesagt haben. Dobo, dann gehen wir mal zu Dobo.
Ofo. Pumu. Gummo und das müsste Dobo sein. Ario. Nein, nicht Dobo. Wer ist tatsächlich ehrlich und lügt niemals? Ja. Ich will mal mit den anderen Leuten reden. Ja, ich bin Kummo. Und ja, der Juck, den du suchst, ist ein Lügner. Daran besteht kein Zweifel. Und ich würde sagen, dass entweder Matsu oder Ario dich belügen. Ich dachte, das willst du vielleicht wissen. Ario. Dann gehen wir mal zu Ario mal. Das wäre in der Mitte gewesen. Mein Name ist Ario. Sagt nicht weiter, aber Kummo ist ein Lügner. Mehr dazu sage ich nicht. Kummo. Dann müssen wir mal nachschauen, weil das ist jetzt ein bisschen ein Hin- und Her-Gerinne. Kummo. Müsste dann hier unten sein. Ofo. Kummo. Haben wir schon mal. Ich glaube, ich bin mir sicher. Kummo ist ein Lügner. Gehen wir mal zu Kummo wieder. Eieieiei. Ich bin Kummo. Schau, Matsu oder Ario belügen dich. Und das ist die Wahrheit. Wir werden jetzt mal jeden Haus jetzt mal absuchen, was hier gibt. Ja, mein Name ist Fofo, richtig gehört. Ich bin sicher, du weißt schon, aber die Juck lügen nur. Und Kummo lügt nie. Was soll ich dir nur sagen? Danke. Das ist jetzt wie eine Art Rätsel. Wenn wir einmal falsch machen, müssen wir das Ganze von vorne machen. Mein Name ist Kummo. Entweder Fofo oder Ario belügen dich. Das wollte ich dir nur noch bisher gesagt haben. Love Ario. Die kommt mir so irgendwie bekannt vor. Was, das kann doch nicht sein, dein Ernst sein. Ich soll der Hauptverdächtige sein? Du glaubst doch nicht, dass ich der verkleidete Juck bin. Ja, also da kommen wir jetzt zum Punkt, wie es jetzt so richtig abläuft. Also wir gehen jetzt mal... mal nachdenken. Ob wir jetzt richtig machen oder nicht, ist jetzt die Frage. Also wenn wir Ario jetzt wählen, müssen wir natürlich Ario auch wählen, weil Ario scheint wohl eher der irgendwie verdächtig zu klingen. Bleib weg! Ich sage, ich bleib weg! Ich bin unschuldig! Wenn du näher kommst, dann schwöre ich, ich werde mich verteidigen. Komm nicht näher, denk nach, was du tust. Sei nicht so dumm. Du musst doch zugeben, dass es ein Fehler war, oder? Hey! Wie hast du es herausgefunden? Ich dachte, ich hätte ein klasse Kostüm. Du bist ein Juck. Du sahst so unschuldig aus. Du sahst aus wie Ario. Mach jetzt keine Dummheiten. Stell dich, ohne zu kämpfen. Ruhe! Wenn ich mich weiter mit dieser schrillen Stimme anschreist, dann verdrehe ich durch. Ah, was ist los mit diesem Typ? Ich werde euch auffressen. Nein, ich schmecke überhaupt nicht ganz abscheulich. Ich bin zwar Geld, aber keine Banane. Oh, natürlich nicht. Nun, ich könnte mich sträuben, aber ich denke, ich könnte genauso gut aufgeben, da ich nun mal geschnappt wurde. Als Zeichen meines guten Willens will ich euch etwas Gutes zeigen. Wartet mal einen Moment. Bewegen. Ja, der Baldon hat uns weggepustet. Wir haben ihn herausgefunden. Uff. Autsch. Was? Das war verrückt, oder, Link? Wir haben uns die Mühe gemacht und den Juck gefunden, aber er ist entkommen. Aber,
Aber wenn wir nichts unternehmen, wird er damit davonkommen. Wie ärgerlich. Dann lass uns mit dem Inselhäuptling sprechen und ihm erzählen, was passiert ist. Na, mindestens haben wir jetzt den Juck jetzt gefunden, der anscheinend jetzt geflohen ist. Aber wir werden ihn schon noch wiederfinden. Mal sehen, wie unsere Reise weitergehen wird, denn dieser Rätsel war für viele Leute irgendwie ziemlich nervig gewesen. Ich bin da gesessen, glaube ich, Monate oder sogar Tage hier, um weiterzukommen, um endlich Phantom Hourglass zu spielen, früher in meiner Kindheit. Aber jetzt habe ich es irgendwie selber rausgefunden, ohne Wenn und Aber. Hey du, ich habe die Geschichte gehört, Link. Was, schon? Gut gemacht, du hast den Juck aus dem Dorf vertrieben. Jetzt können die Leute wieder in Ruhe schlafen. Aber wir haben diese ganzen Streitigkeiten satt. Willst du uns nicht helfen mit diesem Juck? Jucks, nun... Aber klar wollen wir das. Natürlich wollen wir euch helfen. Ich wusste, dass ihr das sagt. Ich werde die Höhle, die zum großen Eisfeld führt, öffnen lassen. Die Jucks sind dort. Tut, was ihr tun müsst. Der Azurstall, nach dem ihr sucht, sollte dort im Tempel des Eises sein. Tempel des Eises also. Das wird jetzt unser nächster Dungeon sein, der jetzt daneben auf der Karte hier steht. Das ist sowieso in der linken Seite. Also lass uns jetzt mal dorthin gehen, so zum Juck hier, also zum Anuki hier. Hey du, der Inselhäuptling hat mir Bescheid gesagt. Soll ich dich durchlassen? Na klar. Dafür sind wir auch hier. Erkälte dich nicht, hehe. Dann lass uns jetzt reingehen. Denn dieser Dungeon wird etwas schwieriger sein als die herkömmlichen Dungeons. Das ist jetzt schon der vorletzte Dungeon, bevor wir dann zum Final Fight dann bekommen gehen. Die Juk haben einen Schwachpunkt. Ein tief... Sieh tief ein, atmen, Mund wirft hinein. Der Großteil der Nachricht ist abgeschabt, unmöglich zu lesen. Na, da weiß ich schon, was jetzt damit gemeint ist. Das ist so wie bei den Dodongos, die natürlich auch was einatmen. Und zwar eine Bombe. Wir werden uns jetzt mal durchkämpfen gegen die Juks. Das ist die Stelle hier. Und dann müssen wir sie auch erledigen. Wir müssen natürlich alle erledigen, die jetzt hier im Weg sind. Dann müssen wir jetzt alle Jucks hier finden, die jetzt hier sich befinden. Da ist der nächste hier schon. Warten wir mal, mindestens greifen die uns nicht an, außer die ziehen jetzt und tief durchatmen. Da sind sie natürlich sehr effektiv gegen Bomben, solange sie verwirrt sind. So, da werden wir jetzt mal alle erledigen hier. Müsste dann der Anführer dann hier hinten sein. Also müssen wir natürlich alle Jucks hier in diesem Feld hier finden. Der Tempel des Eises voraus. Der Stahl wird hier aufbewahrt. Um den Pfad zu öffnen, müssen die 6 Wächter im großen Eisfeld besiegt werden. Das haben wir auch schon gemacht. Jetzt steht uns nur noch der Einzige übrig. Und diese Eisstacheln versuchen uns einzufrieren. Und das ist jetzt natürlich der Juck, den wir vertrieben haben. Ja, und der Braune ist etwas anders, bedickt ein bisschen anders als wir. Ach, Mann. Er ist aber ziemlich easy zu besiegen. Und sobald wir ihn besiegt haben, geht es dann schon direkt zum Eistempel. Und das wird dann unser nächster Dungeon sein, Leute. Dann lass uns jetzt reingehen. Und dann speichern wir ab. Und ziemlich weit haben wir es ja schon geschafft. Aber gut. Im nächsten Part geht es dann los zum Eistempel. Und der wird nicht so einfach sein als die herkömmlichen Dungeons. Mal sehen, wie viele Parts wir jetzt brauchen werden. Und ich bin mir schon gespannt.
Also das muss der Eistempel des Eises sein. Draußen tobt ein heftiger Schneesturm, aber hier drin ist es angenehm. Warm. Zumindest erfrieren wir hier nicht drin, Link. Ja. Aber das werden wir jetzt erst herausfinden im nächsten Part, was uns jetzt erwarten wird, denn ich glaube, das wird ein sehr langer und sehr frustrierender Dungeon sein. Also lasst uns gerne ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Da werden wir dann den Tempel des Eises richtig erkunden. Haut rein, euer Red Pocket Tinto. Ciao!